wir gehen jetzt zur 8. Klasse. Wir wollen einen kleinen Einblick machen, haben, wie die 8. Klasse aussieht, damit ihr in Stuttgart und in Deutschland einiges über die Fritz-Kieber-Schule und über die Kolonie Wittmann so erfahren. Ich würde bitten, dass du da mitkommst. Das sind so Skriptchen. Wir machen die Arbeitseinteilung so, wie wir es geplant haben. Und in der Zwischenzeit dürfen die Leute euch dann schon anschauen, wie ihr aussieht. Wir sind jetzt in der 8. Klasse. Wie viele Deutschschüler sind hier drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bei so vielen Klassen, dann vergisst man das. Also 13 Muttersprachler und wie viele Fremdsprachler? Vier, fünf. Also ist noch nicht ganz sicher. Auf alle Fälle 4 oder 5. Im ganzen Seite wie viel? 17. Ja? Also so sieht die Klasse aus, gebügelt und gestriegelt, schön gekämmt und so weiter. Ja? Ich heiße Schmiede Kaufhoff, bin 14 Jahre alt, bin in der 8. Klasse. Meine Hobbys sind Schwimmen und Lernen. Ich bin Wieland Wartekin, habe 15 Jahre, bin auch in der 8. Klasse und meine Hobbys sind Reiten und Traktorfahren. Ich heiße Ferdinand Kiewe. Ich bin 14 Jahre alt, hier in der 8. Klasse. Meine Hobbys sind Faulenzen und Ruhefeinzen. Mein Name ist Carolina Krügel. Ich habe 15 Jahre und hier in der 8. Klasse. Meine Hobbys sind Lesen, Ballspiel und Tierspiel. Mein Name ist Juliane Schöder. Ich habe 14 Jahre. Meine Hobbys sind Lernen, Schlafen und Ich heiße Simone Ganski, habe 15 Jahre und meine Hobbys sind Lesen, Schwimmen und Rockmusiken. Mein Name ist Carlos Siebert, mein Hobby ist Schwimmen. Wie alt bist du? Ich bin Simone Ebert, ich habe 14 Jahre und meine Hobbys sind Schwimmen und Lernen. Mein Name ist Andrea Schröder, ich bin 14 Jahre alt und meine Hobbys sind Lesen und mit Hunden spielen. Ich heiße Marisa Epp, bin 14 Jahre alt und ich mag gerne lesen und auch Musik. Ich heiße Adelheid Wartentin, ich bin 15 Jahre alt. Ich gehe in der 8. Klasse. Meine Hobbys sind Lesen und Lernen und Schwimmen. Ich bin Bartrud Mander, habe 17 Jahre, bin in der 8. Klasse und meine Hobbys sind Singen und Tanzen. Ich heiße Sigrid Bastus, bin 14 Jahre alt. Ich bin auch in der 8. Klasse. Meine Hobbys sind Schwimmen, Reiten und Lesen. Ich wollte auch was dazu sagen. Ja, ich bin der Deutschlehrer, so wie Sie. Dies ist die 8. Klasse, mit der wir den Deutschunterricht in diesem Jahr 1988 haben und mit der wir auch den Kontakt zu Stuttgart haben, sei es mit Stefan Schröder oder mit der Schule in Stuttgart, die uns dann die Mickey-Maus-Hefte
geschickt haben, die, was haben wir da noch bekommen? Die Kassetten, ja, jetzt wisst ihr, Platten waren glaube ich auch dabei. Auf alle Fälle, da ist eine Menge Material, das wir eingesetzt haben, gebraucht, verbraucht und wir können immer wieder was brauchen. Wir möchten gerade mit dieser Kassette einen kleinen Einblick geben, wie es hier in der 8. Klasse aussieht. Und vielleicht stellen wir nur mal kurz auch das Buch vor, das die Klasse in diesem Jahr hat. Das Buch heißt Vorwärts, K4A, das ist ein Deutsch als Fremdsprachenbuch, das in der Bundesrepublik gedruckt wird und für die Schüler hier kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Also sie brauchen nichts zahlen, sie sollen nur Deutsch lernen. Das so zur Einladung. Wir machen jetzt eine kleine Fahrt auf der Landkarte von Deutschland nach Brasilien und zwei Schüler erklären das gleich, wie man von der Bundesrepublik nach Brasilien kommt. Wenn man nach Brasilien kommen will, muss man mal in Stuttgart ein Flugzeug nehmen und bis Frankfurt fliegen. Von Frankfurt fliegt man dann bis Rio de Janeiro. Dort nimmt man dann noch ein Flugzeug und fliegt bis Paraná nach Curitiba. Dann erst nimmt man einen Bus und fährt in der Richtung Palmeira. Juliane erklärt uns ganz schnell, wie die Fächer heißen und wie sie auf Deutsch auch bedeuten, die es in der 8. Klasse gibt. Unsere Fächer: Portugiesisch, Mathematik, Geschichte, Geografie, Naturkunde, Sport, Kunsterziehung, Religion, Deutsch, Zeichnen, Englisch, Technicas Agricolas, ein landwirtschaftliches Fach, USBW, politisch und soziales Fach. Wie viele Fächer habt ihr im Ganzen? Also wie viele Stunden pro Woche? 30. 30 Stunden. Fritz Kleber Schule. Unsere Schule wurde im Jahr 1958 gebaut, ist 38 Jahre alt, wurde mit deutschen Geldern unterstützt. Ist eine Schule von 1. bis 8. Klasse vom Staat mit etwa 339 Schülern. Kindergarten, Vorschule und Oberstufe privat mit etwa 83 Schülern. Im Ganzen 422 Schüler. Jetzt hier im Moment eine Handarbeitsstunde. So, wir sind jetzt in der Bibliothek mit der Bibliothekarin Elvine Siemens, die gerade die ganzen Bücher aufräumt. Elvine, wie viele Bücher hat unsere Bibliothek? Ungefähr 10.000. Deutschsprachig und Portugiesisch? Alle beide. Alles beide. Welche sind mehr da? Deutschsprachig oder? Ich denke, das sind mehr deutschsprachig. Mhm. Also hier ist alles dann zu finden, von Kinderliteratur bis Erwachsenenliteratur. Sehr viele Bücher, die wir in unseren Regalen haben, sind Spenden vom Institut für Auslandsbeziehungen, Internationes, also hauptsächlich aus Büchereien aus der Bundesrepublik. Und die anderen Bücher, die wurden von der Genossenschaft dazu gekauft. Thank you.
Judith, kannst du bei deinem Buch etwas zeigen? Den Titel? Wie heißt das? Das bunte Buch Heidi von Johanna Spiri. Es ist Montagmorgen im Dorf Nummer 5 von Witmarsum. Wir sind bis zum Haus von Wieland Warkentin gefahren, um zu beobachten, wie der Schülertransport, der 5er Schüler, funktioniert. Hier auf der linken Seite fängt der Hof von Wielands Vater an. Wann bist du heute aufgestanden, Wieland? 5.50 Uhr. Aha. Musst du sonst immer auch so aufstehen, um diese Uhrzeit? Nein, heute musste ich noch lernen. Ach so, habt ihr heute noch Prüfungen? Ja. Wielands Eltern haben eine Milchwirtschaft, die wir uns in dieser Woche noch näher beschauen werden. Nebenan ist ein größerer Stausee, der auch für die Tränke des Milchviehdienst dient. Das ist die Lucy, den Wieland seine Schwester. Stimmt's? Hier wohnt Marisa Epp.
Morgen. Das ist auf dem Hof von Waldrudeharder. Das ist jetzt der Bus, der die Schüler von Dorf Nummer 5 und Nummer 4 zusammengesammelt hat. Wie viele Schüler sind da in dem Bus drin? Ungefähr? 80. 80 Schüler? Ja. Bisschen zu voll, ne? Naja. Im vorigen Jahr war es noch voller? Ja. Und jetzt, die anderen Schüler kommen jetzt noch mit. Deswegen also. Ist nicht so voll. Gut. Das sind ungefähr 40 Schüler. Wie lange haben wir jetzt gebraucht von Nummer 5 bis zur Schule? 45 Minuten. Gut, danke schön. In welcher Klasse seid ihr? In der Vorschule? Ja. Ja? Wer ist noch nicht? Nein? Du bist in der ersten Klasse oder im Kindergarten? Wer ist in der ersten Klasse? Ah.
Ah. Seid ihr jetzt mit dem Bus gekommen? Ja. Ah. Du wirst der Bus. Secretaria, unser Schulbüro. Hier ist das Büro unseres Direktors. Schülerberatungsstelle, Supervision, Pädagogik. Dies ist der Hinterhof der Schule. Das Gebäude gehört zum Kindergarten und zur Vorschule mit Spielplätzen. Wegen sind drei.
Wo macht man das Kreuz, Mama? Nein? Drei. Und hier unten? Hier. Moment, drei. Nein. Etwas. Nur den, was man. Wie viele Kinder sind in der, im Kindergarten? 18 Kinder habe ich hier im Kindergarten. Sprechen die alle Deutsch? Zwei sprechen Portugiesisch und die anderen sprechen alle Deutsch. Wie sieht das Programm vom Kindergarten aus? Was wird tagtäglich gemacht? Wir arbeiten in diesen Büchern, gerade das sind hier brasilianische Bücher, wir übersetzen das dann nur ins Deutsche und dann haben wir noch Gesprächsthemen und andere Sachen dazu, Malen, alles was so zum Kindergarten dazu gehört. Singspiele und Lieder? Singspiele, Lieder, Reime, Geschichten, Märchen erzählen wir, lesen wir vor, malen sie dann nachher auch. Aber ich hab! Das sind Lego-Klötze aus Deutschland. Die Lego-Klötze aus Deutschland, die Kinder verweilen sich stundenlang hier mit. Häuser. Bauen Häuser, ja. Meins! Und andere Sachen auch. Aber meins will ich nur wegpacken. Ja. Vorschule. Der Bauer baut mit Mühl und Not, das kommt für unser Dickmann. Brot. Zum Müller wird das Korn gebracht und feines Mehl daraus gemacht. Der Vater bringt das Mehl ins Haus und Mutter bäckt das Brot heraus. Und wir? Nein, dann streicht. Dann streicht sie auch noch Butter drauf. Komm, wir essen! Was wir noch? Frau Nickel hat jetzt schon wie lange die Vorschule? Ja, schon über 20 Jahre. Wird auf Deutsch alphabetisiert? In Deutsch kriegen die Kinder den ersten Leseunterricht, Schreibunterricht. Wie viele Schüler sind hier drin in jetzt diesem Jahr? 19 Schüler. Heute fehlen zwei Schüler, aber sonst sind es 19 Schüler in diesem Jahr. Sprechen die alle Deutsch? Kommen die alle aus Deutschland? Von Hause her sprechen 17 Hochdeutsch und zwei nur Portugiesisch. Aber auch diese Kinder haben sich gut eingefühlt und verstehen schon recht viel Deutsch. Ja, das, da ist der Netto, der versteht schon Deutsch und hier ist die Jennifer. Die Jennifer, ja, du verstehst doch auch schon Deutsch, ja? Ja. Na siehst du, verstehst du? Kannst du schon was in Deutsch sagen? Beste. Beste. Ja? 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 Was kannst du sagen? Ich will essen, kannst du das sagen? Ja. Ugly, ugly, ugly.